Wagen. Es überrascht mich, dass Harry ihn nicht zugedeckt hat. Ja. Na gut, dann weiter zu Murray. Ah, guck mal, Licht ist an, das heißt, er ist wohl da. Meine Güte, was für ein Wetter. Das Licht brennt. Das Geschäft ist geöffnet. Ja, würde ich auch von ausgehen. Hallo, du alter Halsabschneider. Ich sehe nichts, was ich gebrauchen könnte. Ja, wo ist denn dieses Ding, was verpfändet wurde von Henry? Ich möchte von diesen Sachen nichts kaufen. Das meiste davon ist Ramsch. Ja. Er enthält nur noch mehr Trödel. Ob er wohl zum Verkauf steht oder Teil des Inventars ist? Schwer zu sagen bei all dem Zeug. Ja, schade, da ist nix. Na gut, dann reden wir mal mit Murray. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Also. Vor einigen Tagen hat jemand ein bestimmtes Objekt hier versetzt. Diesem Gegenstand hier nicht unähnlich. Stimmt, ich erinnere mich, dass Henry etwas versetzt hat, das so ähnlich aussah. Ich möchte diesen Gegenstand auslösen. Gerne, Sir. Das macht 35 Pfund. Und ich brauche natürlich den Pfandschein mit der Unterschrift des Pfänders. Ich gebe Ihnen das Geld, aber sehen Sie, ich habe den Schein nicht. Sir, Sie wissen doch sicherlich, dass ich kein verpfändetes Objekt ohne entsprechenden Pfandschein auslösen darf. Ich kann verstehen, dass Sie es ohne Schein nicht auslösen möchten, aber ich werde dafür bezahlen. Es tut mir leid, so ist das Gesetz. Dieses Objekt ist mir sehr wichtig. Ich bin bereit, einen Sonderpreis zu zahlen. Mag sein, aber wie fair wäre das dem Besitzer gegenüber, wenn ich sein Eigentum vor Ablauf der Frist einem anderen verkaufe? Laut Gesetz gehört ihm das verpfändete Objekt, bis die Laufzeit des Pfandes abgelaufen ist. Murray, Henry kann es unmöglich auslösen. Woher wollen Sie das wissen? Er ist tot. Tot? Es tut mir wirklich leid, das zu hören, aber ich fürchte, der Tod des Besitzers ändert nichts. Wer den gültigen Pfandschein vorlegt und die vereinbarte Summe zahlt, kann das Objekt zu jeder Zeit auslösen. Versuchen Sie doch bitte zu verstehen, ich habe ihn nicht. Würde das Geld nicht genügen? Es tut mir leid. Sie können abwarten, bis die Laufzeit des Pfandes abgelaufen ist. Das ist keine Alternative. In dem Fall kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, Sir. Oh Mann. Ich weiß, es wäre ein Verstoß gegen die Gewerbeordnung, aber wer würde es schon erfahren? Ich bin bereit, das Dreifache zu bezahlen. Das Dreifache, sagen Sie? Nein, das ist völlig unmöglich. Ich möchte wegen Ihres Angebotes meine Lizenz nicht verlieren, obwohl ich zugeben muss, dass es sehr großzügig ist. Wie viel müsste ich denn anbieten, um Sie zu überreden? Offenbar verstehen Sie mich nicht. Ich mache das nicht, ganz egal, wie viel Sie mir anbieten. Dieses Leihhaus ist alles, was ich habe, und ich werde nicht riskieren, es zu verlieren. Aber wer würde schon von unserer Vereinbarung erfahren? Die Sache bleibt doch unter uns. Tut mir leid. Ich lasse mich nicht überreden. Kein Pfandschein, keine Auslösung. Na schön. Wenn ich Ihnen den Schein bringe und das Geld bezahle, geben Sie es mir dann? Aber natürlich. Ich dachte, er wäre geldgieriger. Ich muss unter allen Umständen Henrys Pfandschein finden, sonst bekomme ich von Murray gar nichts. Ja, Mist. Dr. Herman hat mir gesagt, dass ich bei Ihnen Fotoentwickler bekomme. Haben Sie welchen? Sie haben Glück. Ich habe noch ein paar Flaschen. Ich fahre nicht täglich in die Stadt, wissen Sie? Hier ist er. Danke. Willst du nicht bezahlen? Wiedersehen. Okay, dann nicht. Ja. Also wir brauchen unbedingt den Pfandschein. Das ist natürlich sehr unglücklich.
Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal ins Pub, weil wir eh gerade da sind und quatschen mal da. Vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas. Warte mal, Speiseplan, hat der sich geändert? Es ist kaum zu entziffern. Die Kreide ist verwischt. Ich kann Harry direkt fragen. Na gut. Ah. Totengräber, Mark, Tom, Harry. Hallo, Harry. Willkommen zurück, Mr. Gordon. Na, wollen Sie einen Happen essen? Wie kommen Sie darauf? Oh, kommen Sie. Ich weiß, dass Bates nicht gerade ein großartiger Koch ist. Es ist gar nicht so schlimm. Ich habe keinen Grund, mich zu beschweren. Na schön, wenn Sie meinen. Erinnern Sie sich an unser gestriges Gespräch darüber, dass hier nie etwas passiert? Aber sicher doch. Nun, leider ist doch etwas passiert. Oh, Sie meinen Henry. Woher wissen Sie das? Tja, hier verbreiten sich Neuigkeiten schnell. Der arme Henry. Er war ein guter Stammgast. Wir beide haben immer gerne einen gehoben. Wie lange haben Sie ihn gekannt? Seit der Zeit, als er anfing, im Schloss zu arbeiten. Also eigentlich seit dem Tag, an dem er hier ankam. Ich weiß noch, wie er hier aufgetaucht ist. Total verschwitzt und mit einem Koffer in jeder Hand. Er bestellte gleich 2 große Biere. Da wusste ich sofort, wir beide würden uns gut verstehen. Hatte er Freunde hier in der Gegend? Eigentlich nicht. Sehen Sie, er war sowas wie ein Einzelgänger. Ich glaube nicht, dass er sonst noch jemanden kannte. Er kam immer nur hierher. Danke, Harry. Keine Ursache, Mr. Gordon. Harry, sagen Sie, ist Mark zuverlässig? Naja, kommt darauf an. Er ist nicht gerade ein Heiliger, wissen Sie? Aber ich denke, für 1 oder 2 Pfund macht er das, was Sie ihm sagen. Okay. Totengräber. Ich muss mit Ihnen reden. Gut, aber fassen Sie sich kurz. Sagen Sie, kannten Sie Henry Stanton? Nein. Wieso? Sollte ich ihn kennen? Er hat für uns als Gärtner gearbeitet, aber er starb gestern. Dann werde ich ihm wohl bald begegnen. Wollen Sie sonst noch was? Ich mag keine Gesellschaft. Dann störe ich Sie nicht länger. Na gut. Hallo. 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 Kannten Sie Henry Stanton? Henry? Ich habe ihn manchmal im Pub gesehen. Er war nicht sehr gesprächig, also kannte ich ihn nicht so richtig. Jetzt überlassen Sie mich bitte meinem Sport. Ja, ist ja gut. Guten Morgen. Gut für Sie vielleicht. Was wollen Sie? Tom hat mir gesagt, dass Sie gelegentlich für Dr. Herman gearbeitet haben. Tom neigt manchmal dazu, zu viel zu sagen. Ich bin schon seit einiger Zeit arbeitslos, also nehme ich jeden Job an, der mir angeboten wird. Irgendwie muss ich Geld verdienen. Und es ist auf jeden Fall besser, für Dr. Herman Erledigungen zu machen, als für diesen miesen Bastard Murray. Nun, ich brauche eine bestimmte Gefälligkeit von Ihnen. Es hat sogar mit Dr. Herman zu tun. Worum geht's denn? Ich möchte Folgendes von Ihnen. Ich höre. Ich möchte, dass Sie um eine bestimmte Zeit zu ihm gehen und ihn für ein paar Minuten beschäftigen. Klingeln Sie an der Tür und warten Sie, bis er nach oben kommt. Reden Sie über, was Sie wollen, aber halten Sie ihn so lange auf, wie es geht. Tja, offen gesagt, mir gefällt dieser Plan nicht. Das sieht nicht gerade ehrlich aus, nicht wahr? Außerdem, wenn Herman erfahren würde, dass ich an einer Verschwörung gegen ihn beteiligt war, würde er mich nie wieder beschäftigen. Nee, da suchen Sie sich lieber einen anderen aus. Auf was für komische Gedanken kommt Samuel? Okay, also wir wollen jetzt Mark anheuern, dass der Herman ablenkt. Ist eigentlich gar nicht so schlecht die Idee, ne? Hören Sie, ich erwarte nicht, dass Sie das umsonst machen. Und das soll mich überraschen? Wie viel zahlt Ihnen Dr. Herman? Kommt drauf an, was er von mir will. Nein, Sie verstehen nicht. Ich meine, was hat er Ihnen maximal bezahlt?
6 Pfund am Tag, plus Verpflegung. Ich gebe Ihnen 10. Das ist nicht schlecht für ein paar Minuten, oder? 10? Tja, das Geld wäre schön, aber sehen Sie, wenigstens habe ich bei Dr. Herman einen sicheren Job. Nein, ich kann's nicht machen. Na gut, ich gebe Ihnen 20. Das ist mein letztes Wort. 20? Mensch, so viel Geld hatte ich schon ewig nicht mehr in der Tasche. 20 Pfund auf die Hand und die Sache ist geritzt. 10 jetzt und 10 später. Okay. Um wie viel Uhr soll ich auftauchen? Etwa eine Viertelstunde, nachdem ich den Pub verlasse. Seien Sie pünktlich, sonst bekommen Sie nichts. Keine Sorge, ich bin pünktlich da. Okay, ja gut. Sie sagten gestern, dass Sie früher in unserem Garten ausgeholfen haben. Ab und zu, ja. Also kannten Sie Henry, unseren Gärtner, richtig? Ja, aber ich möchte nicht über ihn sprechen, nach dem, was passiert ist. Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? Tja, gestern Abend. Ich traf ihn auf der Straße zum Dorf. Wann war das genau? Ich möchte nicht darüber reden, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich habe keine Lust, mich da in etwas hineinziehen zu lassen. Keine Sorge, ich bin nicht von der Polizei. Worüber haben Sie gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Es waren nur ein paar Sätze. Hat er sich normal benommen? Ich meine, war er nüchtern? Ja, das war er. Ganz sicher. Es stimmt zwar, dass er viel getrunken hat, aber er war nicht jeden Tag besoffen. Und gestern war er nüchtern. Das wäre mir sonst aufgefallen. Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben. Keine Ursache. Also, Henry war am Abend noch nüchtern. Ja. Und morgens fand man ihn ertrunken auf. Ja. Das ergibt wenig Sinn. Nein, nicht unbedingt. Ich bin schnell zum Leichenschauhaus gegangen, um Mark zuvorzukommen. Hoffentlich kommt er pünktlich zur vereinbarten Zeit. Ja? Samuel Gordon. Bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Darf ich Sie einen Moment sprechen, Dr. Herman? Ja, aber wie gesagt, ich weiß nichts Neues. Das braucht seine Zeit. Also, wenn Sie mich immer wieder stören... Nein, nein, ich bin wegen einer anderen Sache hier. Ja? Also... Was wollen Sie denn, Gordon? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wo zum Teufel steckt dieser Mark? Haben Sie etwas gesagt? Nein, sehen Sie, ich habe nur... Wer ist denn das jetzt, verdammt? So, jetzt heißt es wohl schnell sein, ja? Warten Sie hier auf mich. Ich komme gleich wieder. Natürlich. Nur keine Eile. Ich glaube, mein Blutdruck steigt gleich ins Unermessliche. Also, wo ist dieser verfluchte Pfandschein? Vielleicht sollte ich beim Tisch anfangen. Ja. So, was haben wir denn da? Ein Stück Modelliermasse, um Abdrücke zu machen. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, habe ich die... Viele Dinge, aber nichts, was ich gebrauchen kann. Da haben wir nichts. Was haben wir hier? Da haben wir auch nichts. Was? Mikroskop? Ein altes Mikroskop. Ist das das, was ich denke? Diese Schachtel ist mit Henrys Namen beschriftet. Henrys Pfandschein. Ausgezeichnet. Sehr gut. Also, was haben wir noch? Schachtel haben wir durch. Schlüssel.